Hallo alle zusammen und herzlich willkommen hier im 123. Teil meines Car Mechanic Simulator 2018 Let's Plays. In der letzten Mod-Vorstellung habe ich versprochen, dieses Schätzchen mit euch zusammen zu restaurieren und ich kann sagen, es ist soweit. Wunderbar, dann würde ich sagen, legen wir doch gleich mal los. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, ist überhaupt kein Problem. Da können wir uns kurz ein paar Eckdaten nochmal schnell miteinander durchgehen. Also es handelt sich hier um den VW Golf 3 VA6. Dieses GTI bitte nicht beachten. Das ist anscheinend irgendwie, ja, keine Ahnung, ein Bug oder so. Es handelt sich hier, wie gesagt, um den VR6 mit 251 PS. Also diese Leistung gibt es nur in diesem Spiel serienmäßig, weil normalerweise werksmäßig hat der VW-Motor 174 PS, 2,8 Liter Hubraum. Und ja, dann würde ich sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Die Technik ist mittelmäßig, Innenraum ist auch mittelmäßig, Fahrgestellkarosserie ist akzeptabel. Bezahlt habe ich irgendwas zwischen 35.000 und 40.000. Wie viel der Wagen bringen wird, das werden wir natürlich sehen. Ja. Da sind wir. Wunderbar, dann würde ich sagen, ich beginne jetzt einfach mal hier vom Motor aus. Mich einmal komplett rundherum durchzufriemeln. Gut, ja, wo geht's weiter? Ah ja, hier Abgaskrümmer. Der muss natürlich auch raus. Okay, super. Nockenwellenlagerdeckel. Einmal. Und zweimal. So. Aha, das geht alles von... Moment. Ah, halt hier. Umlenkrolle, genau. Und
Jetzt geht der Keilriemen. Jawohl. So, nach und nach wird es doch was. Ja, also der Motor, der ist schon ziemlich heruntergekommen, muss ich sagen. Und das bereits nach 100.000 Kilometer. Gut. 100.000 Kilometer sind natürlich nicht, was weiß ich, 500 Kilometer. Da müssen sich natürlich schon ein paar Gebrauchsspuren zeigen, ja. Na, sehr gut. Hallo. Achso, die Abdeckung. Die muss natürlich auch zuerst runter. Spannrolle. Ja. Wasserpumpe. Zack, zack. Ja, dieser Sechszylindermotor, der hat natürlich auch einige Umlenkrollen. Das ist Wahnsinn. Aber die wäre auch da. So, zack. 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 Hallo. Ja. Mhm. Jetzt die ganzen Nockenwellen raus. So. Hallo, was stört jetzt? Ah, Zündkerzen sind noch drin. Das ist natürlich nicht gut. Oh, jetzt der Kopf runter. Gut. Mhm, das geht von unten. Ja, so weit, so gut. Von oben bin ich fertig. Ölwanne raus. Jetzt wird es etwas Öl regnen. Jawohl. Jawohl. Anlasser. Zack, zack. Halt. Jetzt bin ich irgendwie falsch abgebogen. So, so läuft es. Und der letzte im Bunde. Gut. Ja, sieht gut aus. Können wir so lassen. Ja, Lammrohr. Ja, jetzt muss ich natürlich anfangen, hier fahrwerkstechnisch zu demontieren. So, Sattel runter. Letzte Scheibe, Antriebswelle. Gut. Na. Ah, läuft. Na? No.
Wunderbar. Ist noch ein Flammenrohr, Stabi, Lenkgetriebe. So. Jetzt das V6-Getriebe runter. Zwischenwelle. Ja, jetzt ist ja schon fast der ganze Motor zerlegt. Okay, Kupplungsscheibe. Schwungrad. Na. Wunderbar. Was ist denn jetzt los? Irgendwo ist anscheinend noch eine Buchse. Ja, hier. Die hat sich versteckt. Gut. Ja, dann würde ich mal sagen, lasse ich nochmal kurz das Wägelchen runter. Und nehme jetzt die Zylinder samt den Pleuel raus. Die Kolben meine ich samt den Pleuel. Na, komm. Ja, sehr schön. Nochmal hoch mit dem Wagen. Wunderschön, echt. Ach so, ja, Moment. Bumm. Und raus mit dem Motor. Super. Ja, jetzt wären wir eigentlich fast fertig, aber wir sind es logischerweise noch nicht, weil die Hinterachse auch noch drin ist. Aha. Und das Zeug muss natürlich auch raus. Oh, der Tank. Ui. Ziemlich angerostet. Das Ganze. Boah, die Bremsscheiben hinten sind auch fertig. Aber ist ja alles kein Problem. Deswegen zerlegen wir es ja, damit das Ganze wieder schön aufbereitet wird und gegebenenfalls gegen Neuteile ausgetauscht wird. Damit der Wagen wieder richtig schön neu dasteht oder neuwertig zumindest. Nee, neu kann man sagen. Weil da kommen nur neue Teile rein. Oder komplett überholte Teile wieder so, damit das Ganze wieder einem Neuzustand entspricht. Und natürlich getuned wird der Wagen auch. So, anderer Querlenker. Federteller, Feder, Kupfer. So, anderer Querlenker. So. Aha. Koppelstänglein. Achsschenkel. Gut. Hier wieder. Ja, komm. Ja, diese Mehrlenker-Hinterachse, die dauert etwas länger vom Zerlegen her. Wie man sieht, steht aus wesentlich mehr Schrauben und wesentlich mehr Teilen als die klassische Blattfederachse, Hinterachse. Ja. Na. Gut. Abhellstange. Abim. Nochmal ein Querlenker. Hallo. Ah ja, der Längsträger. So, geschafft, Leute. Der Wagen ist soweit technisch komplett zerlegt. Dann gucken wir mal, was sich wieder überholen lässt. Schauen wir mal. Oh ja, da gehen schon
ziemlich viele Sachen wieder zum Fit machen. Das ist gut. Komm. Boah. Sind das alles Teile von dem Wagen oder was? So viele. Ja, eindeutig. Das gehört alles dem Golf. Okay, schön. Wunderbar. Ja, dann, wenn ich schon mal unten stehe, ne, dann mache ich dann gleich hier auch wieder weiter. So, Vorderachse. Ja, das sieht gut aus. Machen wir das. Na. Rainbow. Ja. Hm? Ah ja, der hat dieses McPherson-Dämpfersystem. Sehr gut. Weil da habe ich nämlich ein paar Fahrwerke schon mal vorbereitet. Da habe ich rein zufällig mitgedacht. So, damit ich jetzt nicht hin und her springen muss zwischen Federpresse und dem Wagen. Und dann dauert das Ganze noch mal etwas länger. Und die Zeit, glaube ich, die kann man sich schenken, wenn man das Ganze schon ordentlich vorbereitet. Ja. Gut. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Fahrzeugwert, was haben wir? Ui, nur noch 13.000. Mhm, okay. Oh. Ja, so. Zwischenwelle. Nochmal Flammrohr. Spurstange, genau. Antriebswelle. Gut. Jo, theoretisch könnte man jetzt das Rad draufsetzen oder draufpacken, besser gesagt. Aber das kann ich natürlich noch nicht tun, weil ich keinen passenden Satz hergerichtet habe. Das, ui, ich habe keine Gummilagerboxen. Habt ihr das gesehen, Leute? Jetzt muss ich mal schnell schauen, nicht, dass ich irgendwo Gebrauchteile... Ah, ärgerlich, da geht schon wieder los. Zwei Stück habe ich verbaut. Das sind Gebrauchteile, das gefällt mir gar nicht. Ah, ärgerlich. Das war normalerweise hier, ne? Oder? Halt, was mache ich denn da? Ja, jetzt sind es wieder neue Teile. Okay. Leute, hilft nichts. Ich muss einkaufen gehen. Halt. So, aber jetzt. Ich brauche nämlich Gummilagerboxen. Oh, nee. Gummilagerboxen groß und klein. Ja, dann würde ich sagen, ich kaufe sowohl als auch. Ja, da hiervon nehme ich wieder, ja, so 40. Ah, machen wir gleich eine größere Menge, weil dann hält das Ganze wieder eine lange Zeit. Weil die Autos, die fressen die Dinger echt. Das ist der Hammer. Das ist übelst. So, okay. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen. Der Computer muss natürlich das Ganze jetzt durchrechnen. Er macht das wahrscheinlich mit diesem Rechenschieber. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Heute noch. Leute, das dauert jetzt schon ziemlich... Ah, okay, super. Er hat es doch noch heute geschafft. Von den Kleinen nehme ich jetzt natürlich nicht so viele, weil es dauert ja wirklich schon brutal lange. Ja, das sollte vorerst reichen. Also abnormal, die Wartezeit.
beziehungsweise die Rechenzeit. Ja, ich glaube, das sollte soweit passen, hoffe ich. Ja. Na, Moment, heraus müssen wir hier. Genau. Hallo. Na, genau. Na komm. Ja, läuft, würde ich sagen. Und hier nochmal. Super. Jetzt haben wir wieder den gewohnten Neuzustand. 100%, jawohl. So ist das schön. Jo, läuft. Gut. Gut, 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 gut. Genau, Radlager. Antriebswelle und ja, das sieht gut aus. Dann kann ich gleich hinten auch weitermachen. Schon mal fahrwerkstechnisch soweit so gut alles fertig. Jawohl, so sieht das Ganze wieder schön aus, wenn alles. Nein! Nicht gut! Was ist denn da los, Mensch? Moment, haben wir Neuzustand? Ja, okay, super, passt. Ah ja, immerhin 17.000. Ja, jetzt muss ich mal einkaufen gehen. Und Montage, so. Zack, Einkaufsliste hinzufügen. Gut, ich mache jetzt einfach mal weiter, um zu gucken, vielleicht fehlte das andere oder eine oder andere Bauteil. Lagerbuchse klein, habe ich ja gekauft. Groß, okay. Ja, groß habe ich sowieso auf Lager. Passt. Mhm. Schön. Hallo. So, jetzt kommen die kleinen Lagerbuchsen zum Einsatz. Gut. Na komm, hallo. Nein, schon wieder Gebrauchteil, das gibt's doch nicht. Schleichen sich denn die ganzen Gebrauchteile ein? Ich brauche schon wieder Tanks. Hallo. So, jetzt. Hier auch. No.
Sehr schön. Längsträger 2, 3 und Moment, ah, da fehlt auch noch was, die Koppelstange. Ja, Anschlagpuffer. Federteller. Ja, dann würde ich sagen, würde das Ganze ziemlich gut aussehen. Ja, Moment. Da sind wir zu Hause, jawohl. Ja, Gummilagerbuchse groß. Ja. Ja, Radnabendeckel, genau, habe ich ja nicht, beziehungsweise nur noch gebrauchte auf Lager, den Tank auch. Aber in der Zeit mache ich wenigstens das restliche Fahrwerk fertig. Ja, genau. So, das kann ich ja schon mal vorbereiten. Ja, soweit so gut. Nein, halt falsch abgebogen. So. Nabendeckel. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal einkaufen wieder. So, Tank. Kraftstofftank. Ich glaube, das war der Typ A, ne? Ja, klar, logisch. Weil die anderen zwei Tanks sind ja für die Sportfahrzeuge. Na, nehme ich mal so, ja, keine Ahnung, nehme ich mal 60 Stück. Damit das Ganze wieder eine Zeit lang hält. Der PC braucht jetzt wieder ein bisschen. Ja, es dauert immer noch. Und dauert. Und dauert. Aber es sieht gut aus, ja. Ich glaube, der Computer hat es jetzt, ne? Ja. So, Radnabendeckel. Genau, nehme ich von denen auch wieder ein paar. Ja, nehme ich jetzt mal so, keine Ahnung, 50 Stück. Würde reichen jetzt halt. Ja. Normalerweise. Schon, jetzt sollte. Hallo. Ja, okay. Gut, dann wollen wir uns nicht mehr länger aufhalten. So Einkäufe, die kann ich ja eigentlich mal so nach dem Dreh oder vor dem Dreh mal tätigen. Gut. Das ist eine Idee, könnte ich echt mal machen. Damit ich wieder so ein paar Sachen auf Lager habe, die wichtigsten Dinge. Und da nehme ich natürlich. Hallo? Jetzt irgendwie. Ah ja. Genau. Gut.
Gut, gut, gut. Dann ist die Hinterachse auch schon fertig, ne? Ja. Das sieht schön aus. Wisst ihr was? Dann könnte ich doch eigentlich theoretisch jetzt auch gleich einen schönen Satz Räder kaufen. Das mache ich doch. Wenn ich schon mal dabei bin, warum denn nicht, ne? Jetzt passt mal Obacht. Was nehme ich denn Gutes? Ich hätte gesagt. Ich nehme. Ah, jetzt muss ich erstmal hier so ein bisschen durchwurschteln. Was nehme ich denn für den Golf? Also, welche nehmen? Hm? Wisst ihr was? Ich nehme die da. Die schauen toll aus. Ja, viermal das Ganze im Durchmesser. Ich glaube, 18 ist zu krass. Ne? 17 Zoll, glaube ich, sollte eigentlich super passen. Ja. Für den Dreier Golf 17 ist eigentlich normal voll ausreichend. Jo, jetzt brauche ich natürlich gute Reifen. Was nehme ich denn? Der Wagen hat 250 PS. Schaffe ich den Wagen auf 300 zu tunen? Sollen wir Slick nehmen oder so High Speed? Top Speed. Classic Racing Top Speed. Wisst ihr was? Ich nehme die hier. Menge 2 mal. Ich hätte gedacht, für die Vorderachse nehme ich in der Dimension 225. 20er Querschnitt. Ja, das schaut bestimmt genial aus. Und hinten. Das ist Top Speed 17. Vielleicht nur einen Tick breiter, 235. Genau, das denke ich, ist eine schöne Dimension. Wow, schaut doch genial aus, oder? So, so, passt, passt. Und das nächste Rad. Das habe ich nicht mehr. Hä? Bin ich jetzt? Habe ich? Moment, irgendwo ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich meine von den Reifen. Moment. Top Speed, Top Speed, Top Speed, Top Speed. 17er, 225, 30er habe ich gesagt, ne? Ja. Genau. Jetzt sollte das Ganze doch normal funktionieren. Genau. Wusste ich es doch. Ja, ich kann eigentlich schon mal rangehen, ne? Hier zur Schüchenprobe. Da freue ich mich natürlich schon wahnsinnig drauf. 225er. Wow. Ja, das sieht doch cool aus, oder? Oder? Ja, schaut super aus. Noch ein 25er, genau. Cool. Oder ist zu breit? Nee. Nicht einmal, also... Okay, ich hätte gedacht, dass irgendwie ein bisschen krasser wird das Ganze, aber anscheinend doch nicht. Okay. Naja. Mir schaut jetzt echt gar nicht krass aus, ne? Und irgendwie ist der Wagen immer noch so wahnsinnig hoch.
Hätte ich das gewusst, hätte ich locker 18 Zoll nehmen können, ne? Nö, also ich habe den Wagen eigentlich krasser mir vorgestellt. Nö, das gefällt mir ehrlich gesagt so nicht. Nö. Also die Räder, die kommen schon cool, aber da dieser Abstand, das geht ja gar nicht. Nee, das Ganze mache ich jetzt nochmal einen Tick krasser. Ich nehme jetzt die Räder, die kommen runter, die nehme ich für irgendein anderes Fahrzeug her. Das ist mir jetzt egal. So, Slick Dominator, halt genau, gehen wir erstmal schnell zum Felgenkauf. So, Felgen, Felgen, Felgen. Ich nehme die, genau. Viermal. Durchmesser 17 Zoll, 18, 19 Zoll, fertig, aus, Amen. Natürlich nicht lange rum. So, zack, Reifen. Dann nehme ich wieder die Top Speed oder... Ach, nehmen wir gleich die Slicks, egal. Zweimal 19 Zoll. Für die Hinterachse nehme ich gleich mal 255. Wenn schon, denn schon. Slick Dominator zweimal und für die... halt, wenn es zu groß ist. So, die Vorderachse nehme ich gleich mal 200. Machen wir 45 oder 35. Machen wir 35. Okay. So, jetzt nochmal das Ganze. Na komm. Wow. Das sieht natürlich toll aus. Ja, und die kommen natürlich jetzt runter. Moment, so. Das geht gar nicht. Gefällt mir nicht. Das sieht irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, nach Spielzeugauto aus. So, jetzt Hinterachse, komm. Da, so, okay. Gut. Boah, bis sie jetzt da durchkommen. So. Ich bin nicht so gespannt, wie der Golf 3 mit 19 Zoll Schlappen aussehen wird. Gut, ich meine, wir sind jetzt durch. Ja, wir sind durch. Ja, dann gehe ich doch gleich mal zur Schüchenprobe. Was haben wir jetzt hier schon? Das 255er Schläppchen, jawohl. Na, das sieht doch noch was aus, oder? Jawohl. Na, endlich. Das sieht doch aus, oder? Jetzt sieht das Ganze viel, viel fresher aus. Halt, was war hier da? Ah ja, Radnabendeckel. Ja, so. Und jetzt Hinterrad. Ach nee, das ist für vorne, okay. Mhm. 235, 19 Zoll, genau. Yeah. Viel, viel besser. Aha. Ja, so kommt er cool. Ah ja, Moment, da sind wir ja. Gut, nehmen. Und aufziehen. So, jetzt warte ich noch kurz auf dieses Rad. In der Zeit kann ich ja gucken. Hey, cool. Das sieht doch aus, ne? Ja, natürlich durch die größeren Räder wirkt jetzt der Wagen tiefer gelegt.
Und passt. Das sieht doch cool aus. Ja, ich würde sagen, so mag ich das. Ah ja, fertig. Oh, wir sind fertig, ne? Genau. Super, passt. Boah. ...255, genau, super. Jo, 235. Ja, ich würde sagen, so gefällt mir das Ganze. Doch schon um einiges besser. Mhm, cool. Oh, ich sehe gerade eben die Rückleuchten, die passen irgendwie nicht. Die sind irgendwie dreckig oder kaputt. Dann machen wir die auch gleich raus. So, Montage von Karosserieteilen. Aus Zypern. Moment. Zypern war drauf, glaube ich, ne? Vorne. Ja, ich denke schon. Na, komm. Ja, ist neu. Gut. Rücklichter. Aha, okay. Ich guck mal, vielleicht kann man die noch irgendwie so ein bisschen aufbereiten. Ja! Würde sogar gehen. Mhm. Ach nee, doch nicht. Okay. Was nicht geht, geht eben nicht. Deswegen gehen wir auch gleich mal einkaufen. Ich gehe jetzt mal hier in den Teile-Workshop. So, dann gebe ich einen GTE. Und dann sollte normalerweise ein ganzer Packen an Teile kommen. Nö, kam irgendwie nicht. Ach, dann gebe ich mal einen Golf. Ah ja, jetzt sieht es natürlich schon besser aus. Gut, das sind die einzigen Rücklichter. Ja. Nehme ich. Hey, was gibt's denn da? Cooles Volkswagen VR6. Hey, das sieht ja toll aus. Nehme ich doch glatt. Diese coole Frontschürze. Ach, gibt's den Blank? Nee, das gefällt mir nicht. Blanke. Soll natürlich nicht sein. Heckschürze gibt's keine modifizierte. Nö, da gibt's nur die Standard. Ja, gut. Dann lassen wir es natürlich so. Montage von Karosserieteilen. So. Jetzt machen wir den natürlich wieder schön neu. Na komm. Ja. Gut. Das sieht doch aus, ne? So können wir das Ganze lassen. Ja, jetzt fehlt natürlich die ganze Maschinerie hier. Und genau, Motor. Montage von Teilen. Bremskraftverstärker. ABS. Hydroaggregat. Steuergerät. Ja, Starterbatterie. Modifizierter Kraftstofffilter. Gut. Ja, Motorblock. Hier Luftfiltergehäuse fehlt. Ich glaube, ich habe sogar noch Sport. Ja, die habe ich sogar. Da kann man natürlich ein paar PS noch rauskitzeln. Ah. Hallo, was ist jetzt da los? Irgendwie hängt so ein bisschen meine Maus wieder. Mhm. Ja, gut ist, ne? Servopumpe. Luftfilter. Lüfterzarge, jawohl. Wow, coole Sache. Jetzt müssen die ganzen Umlenkrollen wieder rein. Wasserpumpe.
Nee, geht nicht. Halterung. Nein, das geht nicht. Die muss ich einkaufen. Ja. Umlenkrollen. Ja. Ich würde sagen, es läuft. So, jetzt wieder die Lagerschalen. Ach cool, die sind nur zweifach gelagert. Das passt. Dann geht es natürlich wesentlich schneller. So, Schwungrad. Und Tuner natürlich. Und noch eine Tuning-Kupplung. Ja. Na gut. Passt. Schaue ich natürlich, ob es dieses Getriebe auch vom Tuner gibt, damit wir so ein bisschen was an der Endgeschwindigkeit feilen können. Ja, mache ich doch gleich. Halt, ich habe gesehen, da fehlt was. Da fehlt irgendwo eine Gummilagerbuchse. Und zwar, ich glaube, da hinten. Ja, da. Eine Schlingel. So. Dann klatschen wir den rein. Na also. So, dann schauen wir mal. Was gibt's denn Gutes im Tuner? Halt, halt, falsch, falsch. Ja, Tuning-Getriebe, da sind wir richtig. So, ich brauche jetzt ein V6 Bertha. V6 Bertha. Typ B, Typ A. Ja, gibt es. Sehr schön. Gut, ja, dann nehme ich gleich mal. Ja, also 12 Stück. Damit es eine Zeit lang hält. Ja, von dem nehme ich auch gleich mal so 12 Stück. So, boah, $28.000, nicht schlecht. Gut. Und jetzt brauche ich natürlich V6 Umlenkrolle. Genau, die hier. Da nehme ich ein paar mehr, weil ich meine, dass die Halterung auch für diverse 8-Zylinder- und 4-Zylinder-Fahrzeuge auch passend ist, denke ich mal. Hoffe ich. Aber du mal schon. Sollte ja nicht ganz gut hinhauen. Ja. Hallöchen. Los hier. Ich hoffe, dass es heute noch was wird. Ja. Das ist okay. Gut, da sind wir. Ach, das geht vom Motorraum. Gut. Aber das Getriebe, genau, das kann ich schon mal drauf klatschen. Vom Tuner natürlich. Oh, sieht natürlich sehr, sehr schön aus. Gut, 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 gut. Dann meine ich, dass ich von unten fertig bin und kann ich gleich oben weitermachen. Dann müssen natürlich die Kolben und die Pleuel wieder rein. Wow, der schaut so cool aus, der Wagen. Jetzt muss ich nur kurz hier durchwursteln. Irgendwo, ja genau, habe ich hier die Tuning-Kolben. No. So. Hier das gleiche nochmal, nämlich von Row Center. Ja, genau. Sehr gut. Hm.
Na, komm, 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 komm. Hm? Leute, ich habe Käse gemacht. Nein, nicht schon wieder. Ah, ich habe gebrauchte Kolbenringe genommen. Oder? Ja, da, Kolbenringe, das passt nicht. Ach, das ist doch jetzt echt ärgerlich, Mensch. Also nochmal raus, das Zeug. Halt. Naja, gut, dass ich es jetzt bemerkt habe, als wenn alles später schon fertig zusammenmontiert gewesen wäre. Das wäre natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Geht vom Fahrwerk, okay. Ja, dann gleich einkaufen gehen. Kolbenringe Standard, genau. Aber nehme ich jetzt auch natürlich wieder einen sehr hohen Bestand. Damit das Ganze natürlich wieder so lang wie möglich hält. Komm, 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 komm. Deswegen gehe ich gleich auf Maximum 100 Stück und dann ist lange Zeit Ruhe. Ja, passt. Wunderbar. Sollte jetzt normalerweise lange reichen. Hoffe ich. Tun. Ja. Hallo. Seid ihr noch da? Gut. Ich auch. Aber der Computer anscheinend nicht mehr lange, wenn es so weitergeht. Eieiei. Aber doch. Ich vertraue ein bisschen meinem Computer, der macht ja schon. Ja. In der Zeit lege ich mir neuen Kaugummi in die Visage. So, ah ja. Okay. Ich bin nämlich kaugummisüchtig, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Ja. Gut. Jetzt bin ich wieder beruhigt. Sehr schön, sehr schön. Super. Ah ja, die Zündkerzen. Nehme ich natürlich auch wieder vom Tuner, ne? Na komm. Ah ja, da haben sie sich versteckt. Gut. Na komm, 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 komm. Ja. Jetzt schauen wir mal, ich glaube, ich habe noch Tuning-Nockenwellen. Zumindest hoffe ich das. Oh nein, muss ich gucken, ob es die auch vom Tuner gibt. Ansonsten lege ich schon mal die Zündspulen drauf. Und ja. Dann nehme ich auch vom Tuner, logischerweise. Ja, komm, 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 komm. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schaue ich auch, ob das vielleicht vom Tuner zum Kaufen gibt. Kurbelwelle, Riemenscheibe, jawohl, super. Halterung. Jo. Ah ja, okay. So, dann mache ich in der Zeit hier weiter. Lege ich hier noch ein paar Kolben ein. Komm, komm, komm. Mhm.
Und hier auch noch mal. So. Und ein Tuning-Zirkel. Jawohl. Ansaugkrümmer. Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob es den auch vielleicht vom Tuner gibt. Wäre natürlich genial. Deswegen gehe ich gleich mal. Nee. Genau, einkaufen. Tuning-Teile. So. Nock V6. Okay, gibt es leider gar nicht. Leider überhaupt nichts. So. Hallo. Okay, Abgas. V6. Gibt's nicht. Es gibt irgendwie gar nichts. Ne? Ansaug V6. Auch nicht. Ja, jetzt sagen wir mal, huh? Das ist anscheinend nicht so beliebt, den Sechszylinder zu modifizieren in dem Spiel. Hm, komisch. Naja. Wird wohl schon so seine Richtigkeit haben, das Ganze. So. Ja, Lagerdeckel. Na, Ventildeckel. Abgaskrümmer. Ja. Ui, da sind ja viele Schrauben vorhanden. Jo, gut aus. Ja, auch, jawohl. No Tuning Rail. No. Ja, schön langsam, aber sicher wird es ein Auto. Gut. An Saugkrümmer habe ich ja geguckt, ne? Gibt es ja auch nicht modifiziert, leider. Aber die Drosselklappe, glaube ich, die habe ich. Ja, habe ich. Super, vom Tuner. Sehr schön. Ui. Fehlt ja noch eine Nockenwelle. Lagerschale. Ja. Jetzt habe ich hier natürlich auch wieder Zündkerzen. Einen Satz. Zündis. So, wo sind sie? Hier. Oh, Leute, wir haben schon fast eine Stunde oder ziemlich genau eine Stunde hinter uns. Das hat jetzt irgendwie bei diesem Wagen sehr lang gedauert. Naja, Hauptsache das Ergebnis wird zum Schluss gut aussehen. Ah, komm, 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 komm. Ja, nein. Ja. Ah, die Tuning-Kerzen gehen jetzt auch zur Neige. Irgendwie geht jetzt zurzeit alles bei mir zur Neige. Okay. Sehr schön. Ja, ja. Gut.
Nämlich der Thermostat fehlt noch. Okay. Also ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, dieser Motor, so wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch in dem Spiel bei diesem Elenti Calliope eingebaut, ne? Weil er hat ja auch diesen V6-Motor drin. So. Riemenspanner, jawohl. Dann ist der Motor eigentlich auch schon so ziemlich fertig. Und hier unten. Gut. Ach, da fehlt noch was, sehe ich gerade eben. Ah. Umlenkrolle. Ja. Schön. Oder? Sollte eigentlich passen. Meiner Meinung nach. Gut. Dann bocke ich mal den Wagen auf und mach noch die Lagerschalen fest. Und den Pleuel. Genau, die 6 Stück für die 6 Kolben. Zwei haben wir schon, super. Ja, wunderbar. Der Anlasser fehlt noch, habe ich gerade gesehen. Haha. Ja, ohne Anlasser würde der Wagen schlecht laufen. Okay. Ich würde sagen, dann gucken wir doch mal einen kleinen Blick in die Patientenakte. Oder lieber noch nicht. Nee, weißt du was, machen wir nicht. Das machen wir ein bisschen entspannt. Aber das Einzige, was ich noch möchte, ich würde gerne den Wagen etwas umlackieren. Das Weiß sieht irgendwie interessant aus, aber erinnert mich so irgendwie an, keine Ahnung, nach einem Transporter oder so. Wenn ich jetzt persönlich diesen Wagen jetzt nicht unbedingt so der Burner, ne? Ach ja, und Interieur, da muss ich auch noch ein bisschen was machen. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Lackierkabine. Wo sind wir? Da sind wir. Au. Ja, dann gucken wir mal. Was nehmen wir? Für eine Farbe. Farbtonsättigung. Hey. Hat doch was, ne? Nee, das ist eigentlich Gold. Nee. So ein krasses Gelb, oder? Kommt das cool? Wisst ihr was, das probiere ich jetzt mal. Oder Moment, mach mal Flipflop, ha? Huh? Ey, Flipflop kommt cool. Ey, cool. Jawohl, das sieht doch heiß aus, ne? Dann verfrachten wir den Wagen jetzt erstmal auf den Prüfstand. Achso, Motoröl fehlt, klar. Wie konnte ich das noch vergessen? Oh, wie alles so schön funzelt und glänzelt. Ja, neu ist einfach schön. Ja, jetzt sollte. Ja, er ist fertig. Und. Gut. Ja, auf geht's zum. Moment. Nee. Jetzt. So, jetzt haben wir's. Zum Prüfstand. Wow, hey, das sieht doch aus, oder? Haha, coole Sache. Ja, das schreibt natürlich nach einem Foto.
Aha. Jawohl. Sehr schön. Reinzoomen. Halt, irgendwie drifte ich jetzt ein bisschen ab. Ja. Das sollte passen. Ah, nee, 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 passt noch gar nichts. Moment, was mache ich denn da, Leute? Ich wollte eigentlich die Sitze rausrupfen. Genau. Ja, Lenker soll auch raus. Das ist zwar dem Original sehr gut nachempfunden, aber ich wollte da ein bisschen was ändern. Und zwar, Leute, jetzt wartet mal ganz kurz. Die sind nicht schlecht. Nee. Nein. Nö. Ja. Haha. Genau. Das passt sehr schön. Nein. Wo sind wir? Da sind wir. Boston Navy. Oder Bostow Navy. Ey, cool. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein super sportliches Lenkrad. Ja. Hey, wisst ihr was? Ich glaube. Ja. Oder? Wisst ihr was? Den Spaß, den erlaube ich mir jetzt einfach. Genau, nehmen wir einfach vom Pagani. Das sieht doch toll aus. Hey, wow. Also nochmal Bilder, hey, weil. Das ist jetzt echt Burner. Das sieht cool aus. Echt. Unheimlich gut. So. Bald, wo sind wir? Jawohl. Ja, nein. Nein, noch nicht ganz. So. Jo. Genau. Oh, ne? Sollte passen. Ja, ich würde sagen, läuft, passt. Und ja, machen wir mal einen Check. So, Leute, jetzt bin ich schon so gespannt. Nicht schlecht. Komm, 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 Baby. Wow, das ist ein guter Wert. 362 PS. Hammerhart, echt. Genial. Nee, dann hat sich das Tuning echt super gelohnt. Schön. Ist jetzt der Wagen eigentlich komplett? Ja, Schilder sind drauf. Zypern, passt. Ja, dann gucken wir mal die Getriebeabstufung an. So, er ist jetzt so eingestellt, dass er maximal 237 fliegen könnte. Das ist, glaube ich, so ziemlich der Werksangabenwert. Aber der Wagen ist jetzt richtig stark. Also machen wir so 324. Vielleicht schaffen wir das sogar. Das wäre natürlich cool. Wow, Leute, das sieht doch aus. Hey, sogar der Zonderlenker schaut ja super aus. Echt. Irgendwie passt das. Keine Ahnung. ja. Baumarktstrecke bitte. Ja, und dann geben wir jetzt mal so richtig schön Gas. Ja, da freue ich mich schon riesig. So, jetzt sollten wir nicht gleich da sein. Boah, wie schön der brodelt. Ganz gut. Okay, also, dann los geht's. Wow. Ja, er zieht sehr gut.
Hey, das ist ein guter Wert. 272 km/h. Schön. Das freut mich jetzt riesig. Ja, man hat gesehen, vielleicht hätte ich das den fünften Gang vielleicht nicht so lang ziehen sollen. Dann hätte es vielleicht sogar geschafft. Hätte ich so runtergestuft, statt 300, glaube ich, irgendwas 320, was ich eingestellt habe, so auf 305 vielleicht, hätte ich das runter reduziert, hätten wir es vielleicht sogar geschafft auf 300. Oder zumindest auf 290. Also ich denke mal schon, wäre machbar gewesen. Aber passt, super. Ich bin sehr, sehr happy, sehr zufrieden. War eine richtig tolle Restauration. Hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir bald wie möglich auch in der Werkstatt wieder drin sind. Und dann werfen wir noch einen Blick in die Patientenakte und gucken mal, wie viel das Wägelchen eigentlich wert ist. Ja, ich freue mich schon riesig, den Wagen zu verkaufen. Ja, aber hierfür müssten wir jetzt erstmal auch in der Werkstatt ankommen. Ah ja, das sieht gut aus. Und wir sind wieder da. Ja, super. Okay. Es ist soweit. Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Lieber VW VR6 Golf 3. Wie viel wert bist du eigentlich? Wow, 86.000. Das ist okay. Moment. Irgendwas stimmt ja nicht. Da stimmt was nicht, Leute. Habe ich schon wieder irgendwo einen Fehler entdeckt. Entweder ich habe Gebrauchteile verbaut. Nö, alles neu. Oder irgendwas fehlt. Warum ist die Karosserie nur 98% gut? Stimmt doch was nicht. Irgendwas fehlt. Leute, ich bin jetzt nicht unbedingt hundertprozentig zufrieden. Moment mal. Jetzt verfrachten wir mal ganz kurz den Wagen. Zur ersten Hebebühne. Ich muss noch den Innenraum aufbereiten, ist mir jetzt gerade eben eingefallen. Ach, Moment, das wird so nicht klappen. Nochmal, sorry, nochmal zurück. Motorprüfstand, weg mit dir. So. Ja, das ist mein nächstes Projekt, so ein Hot Rod. Oder Muscle Car, wie man die nennt, die Fahrzeuge. Bewegen zur ersten Hebebühne. So, genau. Na komm. So, dann kommt der Golf dorthin. Wow, wunderschön. Auf den ersten Stellplatz. Weil ich muss noch den Innenraum schnell sauber machen. Bewegen, Stellplatz 1, jawohl. Weil dann sollte der Wert normalerweise noch mal ein bisschen nach oben schießen. Boah. Na klar. Hey, wow, das sieht jetzt aus. Jetzt glänzt alles noch richtig schön. Also gucken wir noch mal in die Patientenakte. Okay, 96.000, das ist gut. Das ist echt super. Ah, jetzt ist auch die Karosserie 100% in einem Top-Zustand. Super. Jetzt bin ich wirklich absolut happy und kann den Wagen mit Rückengewissen übergeben. An den nächsten, hoffentlich glücklichen Besitzer. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem 362 PS Golf VR6 und ja, dann würde ich sagen, Schwizikowski, weg damit. Wollen wir verkaufen für fast 100.000? Natürlich. Oh, schön, das hat jetzt richtig gut getan. Ja, Leute, wir haben es endlich geschafft. Wir sind endlich am Ende dieser heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch Spaß gemacht und ich würde mich wahnsinnig freuen, euch hoffentlich bald wieder begrüßen zu dürfen. Diesen Mod, diesen Golf Golf 3 VR6, den könnt ihr euch natürlich auch runterladen. Hierfür hinterlasse ich euch den Link in der Videobeschreibung unterhalb dieses Videos. Dann könnt ihr ihn auch für euer Car Mechanic Simulator 2018 runterladen und drauf klatschen. Ja. Kleiner Sicherheitshinweis noch bezüglich der Mods. Bitte immer mit Vorsicht genießen. Macht vorher eine Datensicherung von all euren wichtigen Daten inklusive Spielstände.
damit nichts schief geht, weil ich habe gehört, dass Mods Schwierigkeiten machen können, müssen aber nicht. Bei mir, Gott sei Dank, war bis jetzt noch nie der Fall, dass irgendwie ein Mod einen PC gecrashed hätte oder so, aber trotzdem geht lieber eine Nummer sicher, dann gibt es auch keine böse Überraschung. Okay, super, in diesem Sinne nochmals herzlichen Dank fürs Zusehen, ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Also, bis denne, ciao, ciao.